Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mystery Dungeon. Ja, im heutigen Part wollen wir die Quest, die wir angefangen haben, weitermachen. Ich habe keine Ahnung mehr, das ist zu lang her. Wollen wir mal gucken, Missionsziele. Ja, ich denke mal, wir sind im richtigen Dungeon und waren auf dem Weg zu den Pokémon, die wir retten sollen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, gehe ich mal voraus. Das ist jetzt eine Weile her, dass ich aufgenommen habe und darum ist ein Sengo. Hallo Sengo. Oh, Sengo wäre ein tolles Pokémon für unser Team, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, reinzukriegen. Du hast dich jetzt ganz, ganz böse vorbereitet auf mich. Das will ich dir verhindern. Danke, Gerber. So. Und weiter geht es. Hier ist die Treppe nicht. Dann wollen wir doch mal da gucken, wo es... ja, bereite dich doch noch mehr vor. Ist nett. So, keine Lust groß zu kämpfen. Du auch, Herr. Genau. Braves Ding. Braves Pokémon. Und Kopfnuss. Und damit bist du nicht tot, weil es hat mich gezogen. Vernünftig. Denn... nochmal Kopfnuss. Danke. So, weiter geht's. Nach oben und was ist da? Nichts. Noch nichts, noch nichts, noch nichts. Ein sehr langer Gang. Der war echt lang. Und einfach mal stehen bleiben. Aber hier ist die Treppe zum Glück. Und weiter geht's in Klöberg E9. Was habe ich da gelesen? E11 oder so? Mal gucken. Wird ja angegeben, wenn die Zielebene erreicht ist. Was ganz gut ist. So, ach, so ein Sengo wäre echt cool im Team. Aber wir werden es wahrscheinlich niemals bekommen. Der Magenknut, den wollen wir doch mal in Apfel glänzen. So. So, da lang. Da ist nichts. Den wollen wir doch da lang. Da ist auch nichts. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Und da ist die blöde Leiter. Und Masa hat ein bisschen Geld, der geldgeile Sack. In 10. Und es schneit immer noch. Yay. Und da ist die nächste Treppe. Weiter. Und... Klöberg E11. Und habe ich die Zielebene erreicht? Nö. Okay, dann ist die erste Zielebene 13. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich, halt auf E13. So, da ist die Leiter. Ich sehe das so schlecht, weil die Beleuchtung ist halt kacke in dem Dungeon. Oh, schön, dass schon die nächste Leiter. Und 13 war die erste, meint mein Missionsprotokoll. Die Zielebene wurde erreicht. Ich hätte ja gerne mal einen Sengo und einen Vipitas auf einen Platz gehabt. Aber es wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht passieren. So. Schön. Das von Dumon. Willst du es retten? Das Licht ist halt bla 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 bla. Kennen wir ja schon. Es ist weg. Nee, noch nicht. Ja, ich möchte es fortsetzen. Ich möchte doch... Lederkings. Sehr schöne Pokémon. Danke, dass du das gemacht hast jetzt. Zugabe war das, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen, dass das Zugabe war. Ja, steigt da ja auch. Kopfnuss, danke. Und Pokédollar und weiter geht's. In den Klärberg, in E14. Und da müsste auch, ja genau, irgendwas letzte Pokémon rumrennen. Müssen wir nur finden. Und das Pokédollar, gerne doch. Ich weiß nicht, war das eine Mission für, ich gebe dir was und das Mogelbaum. Vielen Dank. Verlässt den Dungeon. Möchtest du hinterher? Natürlich. Ja, ich möchte wirklich gehen. Das ist diese doppelte Nachfrage. Das ist so typisch Pokémon. Beendete eindrucksvolle Mission. Gut.
Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung, 300 Poké-Dollar. Belebersamen, schön. 60 Retterpunkte. Vielen Dank für das Beschaffen des Items Kraftband. Hier ist die Belohnung, Spezialband, wie versprochen. Dup, 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 dup. Waren wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen und etwas schlafen. Aber bis morgen dann. Oh, einmal speichern. Speichern erfolgreich. Oh, ein Traum. Ich habe wieder diesen Traum. Es ist schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Ja, Gardevoir. Es gibt so viel, dass ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandter der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandter der Geister? Ja. Der Fluch Vulnunas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz ohne körperliche Form. Dein Trainer, du meinst den Menschen aus der Legende von Vulnuna, schrecklich so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja, mein Trainer war eine furchtbare Person, böse und hinterhältig. Er war keine nette Person, in der Tat. Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was, du hasst deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hat auch gute Seiten. Und als es geschah, war ich verzweifelt. Als es geschah, du meinst Vulnunas Fluch? Ja, ich habe meinen Trainer vor Vulnunas Fluch beschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Wir Gardevoir sind ebenso. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, dass Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nicht ausmacht. So lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, so hast auch du dein Schicksal zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ah, ein Erdbeben. Nein, warte. Ich habe noch mehr Fragen. Am nächsten Morgen. Das war ein Erdbeben. Oder nicht? Ich glaube, ich hatte wieder diesen Traum. Und ich glaube, Gardevoir sprach zu mir. Sie sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau. Was sagte sie noch? Erstmal richtig hinsetzen. Das sagte sie. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Gardevoir weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Okay, lass uns zu Kakaobon gehen. Alias Maser. Guten Morgen, TK. Huch, was ist denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Oh, ich verstehe. Das Erdbeben eben. TK, du machst dir darüber genauso viele Sorgen wie ich. Ich hätte es wissen müssen, TK. Simsal, das Team ist noch nicht zurückgekehrt. Es heißt, Gordon sei unheimlich stark und es bereitet mir etwas Sorgen. Aber auch Simsal, das Team ist stark. Ihnen ist bestimmt nichts passiert. Wir haben uns abgesprochen und Simsala sollte sich mit seinem Team um Gordon kümmern. Uns bleibt nichts anderes übrig, als hier auf ihre Rückkehr zu warten. Wir müssen tun, was in unserer Macht steht. Lass uns das Retterteam mal unser Bestes geben. Jojojo, das tun wir doch. Also ich bin es und das ist wohin genau. Wohin genau. Wir haben eine Notiz am Infobrett von der Polizei per Post hinterlassen. Wen genau? Bitte sieh doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Wen genau? Bitte hilf uns. Wir müssen jetzt gehen. Wen genau?
Tschüss. Was war das? Was hat das zu bedeuten? Das kleine Pokémon, sagte der kleine Junge, nicht, er hieße Iso. Ich glaube, er will, dass wir uns das Infoband der Pelipper-Post ansehen. Vielleicht haben Iso und sein Freund ein Problem und versuchen daher, über das Infoband Hilfe zu bekommen. Da bleibt uns nur eins übrig. Gehen wir zu uns, sehen uns das Infoband der Pelipper-Post an. Und auf geht's. Mal gucken. Aber erstmal natürlich wie immer Items abgeben. Das machen wir ganz gerne. Lagern. Was möchtest du lagern? Die Amarena-Beere, das Spezialband, den Baugummi. Kann ich noch gebrauchen. Die Linkbox können wir hier lassen. Ein Top-Elixier, den Apfel können wir gerne mitnehmen. Den Pilzberg kann hier bleiben. Belebersamen ist immer gut. Haben wir keinen weiteren. Gut, Spezialband kann hier bleiben. Noch ein Top-Elixier kann hier bleiben. Und weiter. Alles klärchen, was ist da? Was ist das alles, was ich will? Egal. So. Dip. Ich glaube, wir haben zu viele Top-Elixiere dabei, oder? Eigentlich brauchen wir immer nur eins. Dann nehme ich noch ein Top-Elixier weg. Und eine Sündelbeere, glaube ich, auch noch. Ja, das klingt gut. Und den Samen natürlich. Warum habe ich den Samen mit? Lagern. Ja, ja. Alles gut. Ja. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja. Vielen Dank, mein Süßer. Komm gleich wieder. Oder mein Süßer eher. So, Snowbilly Kitty. Den Lagern. Wie möchtest du alles? Ich werde eifersüchtig darüber wechseln. Ja, genau. Oh, Moment. Snowbilly Cat. So, Jobliste. Strafe. Was? Keifel. Bitte bestrafe. Ziel Sondermission Tumultwald. Okay, dann machen wir das mal. Am Infobrett hing ein Rettungsjob auf dem Stand. Bestrafe Mankey. Habt ihr den Job drin gehängt? Jepa, jepa. Win, genau. Eine fiese Mankey-Bande läuft im Amok in unserem Wald. Die sind total wild. Wir haben alle Angst. Win, genau. Wir wissen nicht, warum sie sich so aufführen. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Win, genau. Oh nein, das ist ein Problem. TK, wir sollten gehen. Vielen Dank, wir zählen auf euch. Win, genau. Der Ort, an dem die Mankey-Bande ihr Unwesen treibt, der Tumulwald, steht jetzt für die Erkundung offen. Yay, dann gehen wir da mal hin. Ja, yep, yep, yep. Ist die Mission schon soweit? Oder muss ich noch? Ich weiß nicht. Muss ich die jetzt nehmen noch oder hat sich das erledigt damit, dass ich das. Ja, okay, dann gehen wir da mal hin. Bam, 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 bam. So, auf in den Tumultwald. Tumultwald U1. Und eine Sinnelbeere. Schön. So. Und eine Bär-Gummi. Ach, Bären wären hier voll cool eigentlich, aber... Nee. Das Ding kann eiskalt erdbeben. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja cool. So kleine Samurze, was einfach bei erdbeben kann. Ich weiß nicht, kannst du in den Originalspielen auch erdbeben? Autsch. Kann ich bitte treffen? Nein, ich möchte das doch nicht töten. Ist auch noch. Oh oh. Danke. Da, wir sind befreit. Blutzug. Blutzug sind gemeine Viecher. Nein, da ist schon wieder eins. Hier ist Schnee.
Hier schneit es. Ach, dieses scheiß Blutzeug. Verpisst euch, danke schön. Da kommt noch eins. Schnell weg hier. Hat's aber geklappt bei dem schnell weg hier. Tumultwald E4. Oh, da sind ganz viele Items. Und das ist unser Murzel. Ich möchte den Murzel haben. Ach, Kugelsaat ist so eine schöne Attacke hier. So, Plosivsaum. Weiter geht's. Ein Apfel. Eine Amarena-Beere. Alles Sachen, die ich eigentlich gar nicht so wirklich brauche. So, da lang. Oh, schön. Und es dreht sich und es dreht sich und ich schaffe es nicht, es zu besiegen. Naja, so wenigstens. Oh, das dreht sich so schön. Nein, Blutzuck, bleib da. Keine Chance, du Penner. So, da ist die Treppe. U6. Oh, und das. Ach gut, dass hier, dass wir schnell wieder weg sind. Bye bye, Tumultwald. Plus dieser Mann. Ein paar Belebersamen wären voll nett. So, Bams. Manchmal wünsche ich mir echt hier. Manche Pokémon könnten mich begleiten. Das ist in den Spielen deutlich angenehmer. Da kannst du sagen, oh, das Ding gefällt mir super gut. Und fertig. Außer wenn du halt Nuzlocke spielst. Aber das spielt man halt nicht immer. Aber ich habe schon als Let's Play geplant. Zumindest eine Nuzlocke zu Pokémon Feuer Rot. Meinem ersten Let's Play überhaupt. Und das muss ich natürlich voll ausnutzen, das ist mein erstes Let's Play. Und das einfach nochmal replayen in der Art von Nuzlocke. So, vor dir habe ich eigentlich ziemlich Schiss, Roselia, muss ich sagen. Einfach weil es wahrscheinlich irgendwas Überimmermäßiges drauf hat und mich einfach ausnocken könnte. So ein Apfel. Tumultwald U8. Und da sind auch noch Blanas. Hallo Blanas. Dann Masarach Level 24 und kann sich auch schon fast bald entwickeln. Das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Weil es halt Masarach ist, das ist doch klar. Weiter geht's. Die Treppe weiter runter. Manchmal. Was ist das da? Das Problem ist, irgendwie, die machen nicht wirklich Schaden. Oh, ist alle. Okay, dann knack mal ran. Was bringt die Kastanie mir? Die irgendeinen tieferen Sinn? Info. Nahrungsmittel aus dem Magen des Pokémon richtig für Mankey lieben es. Aha, okay. Wahrscheinlich brauchen wir es für die Mankeys, gehe ich mal stark davon aus. Blanas, du nervst mich. Fixieren. So. Tablex, hier schmeiße ich mir, glaube ich, vor der Treppe nochmal rein. Ich weiß nicht, wie stark Mankeys werden. Ich meine, man hat, ich habe ja, glaube ich, reichlich von den Tablexien. So, Tablex hier trinken. Dankeschön. So, weiter. Ach, ich glaube, ich mache das noch in diesem Part. Dann wird es halt heute ein bisschen länger. Hä? Was ist das? Wir stauben uns eigentlich nicht gern, aber wir regen uns ziemlich schnell auf, kapiert?
Und was uns richtig in die Rage bringt, ist, wenn wir hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Wow! Dieser blöde Gesichtsausdruck. Go, das macht mich fertig. Ihr seht rot. Mengenschlägerei. Die sind zu leicht. Wahrscheinlich soll das so sein. Ich weiß es nicht genau. Ich bereue es gerade so ein bisschen, den Doppelleber Doppel-X hier eingesetzt zu haben. So. Wie versprochen haben wir der Mankey-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Vielen Dank euch allen, wirklich. Wohin genau? Ja, wir sind auf voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Kastanie. Das ist eine geschirrte Kastanie. Genau, eine geschirrte Kastanie. Wisst ihr wie? Wir haben kein Geld. Wohin genau? Deshalb können wir euch zur Belohnung nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist völlig in Ordnung so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Haha, ein bisschen Geld wäre auch nett gewesen. Geldgeiler Maser. Hey, ihr da! Oh, nein, die Mankey-Bande. Wohin genau? Diese Mankey-Bande, haben sie uns bisher verfolgt? Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mit uns legt man sich nicht an. Dieses Mal machen sie Kleineres aus euch. Wir werden euch pulverisieren. Mankey auf sie mit Gebrüll. Hey, Augenblick mal, seht euch das an. Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Wie, bitte? Tuschel, tuschel. Flüster, flüster. Was machen die da? Sieht so aus, als würden sie über etwas diskutieren. Wohin genau? Was geht hier vor? Hört mal. Ihr habt da was, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben doch immer so bittige Schalen, stimmt's? Wenn wir sie versuchen, sie zu schälen, pieksen wir uns. Und dann werden wir fuchsteufelswild. Deswegen fragen wir, ob ihr uns die geschälte Kastanie gebt. Und wir tun alles, was ihr wollt. Was meinst du, TK? Sollen wir der Mankey-Bande? Ja, natürlich. Ich habe eine Idee. Hör mal, Mankey, wir finden ein wenig körperliche Arbeit. Wie körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Aber es ist hier völlig schön, Kastanie. In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen eine beeindruckende Basis haben und diese daher umbauen. Basis? Ja, richtig. Unsere Retterdienstbasis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch die geschälte Kastanie. Wie hört sich das an? Flüster, flüster. Okay, wir helfen. Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst es uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude rum. Da wird nicht lang gefackelt oder gefuchtelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich auch, ich helfe auch mit. Ich bin raub und nervig. Ich spucke Seide mit dir, wie alles zermalen können. Und Kleber ist auch noch. Ich will auch helfen. Wen genau? Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschätzte Kastanie geben konnten. Wen genau? Ich danke euch allen. Okay, packen wir's an. Okay. Okay. Bam, bam, bada, da. Und so begann die Umbauarbeiten an der Basis des Team Muskays von TK. Einige Tage später. Wahnsinn! Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Wohin genau? Wir stehen in eurer Schuld. Wohin genau? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben immer noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Wohin genau? Das stimmt. Aber wir sind fast im Bande, oder? Mankey-Bande? Wie bitte?
Da, da drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr. Was? Das ist so langweilig. Wie soll man das denn aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Ein paar gestellte Kristalle können jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen eigentlich Kristalle zur Motivation. DK, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey-Bande will erst weiter, wenn wir ihr eine Kristalle geben. Wir müssen der Mankey-Bande jede gestellte Kristalle geben, die wir finden können. Ausspeichern und damit würde ich sagen, ist das für diesen Part. Danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr mal beim nächsten Mal dabei auch so dabei sein werdet. Bis dann und tschüss.